Servus, bei mir ist jetzt der Santiago. Grüß dich, Santiago. Servus. Santiago, magst du ein bisschen was von dir erzählen? Ja, also ich komme aus Peru, aus Lima. Ich bin 38 Jahre alt. Ich habe Volkswirtschaft studiert. Und hier mache ich in Deutschland, wohne ich seit 4 Jahren. Und ich mache eine Ausbildung als Kraftfahrer. Und wo wohnst du in Deutschland? In Passau. In Passau? In Passau, ja. Okay. Die Stadt. Ja. Hast du eine... Ja, ja. Ich studiere in Passau. Was studierst du? Lehramt. Ah, super. Okay. Warst du eine Stunde unterwegs? Ungefähr. Jetzt gerade? Ja, von Passau nach Straubing. Achso, ich besuche hier einfach. Ah, okay. Freunde, ja. Alles klar. Und wir sollen für dich deine Traumfrau suchen. Ja. Wäre nicht schlecht. Ja, okay. Okay. Finde ich super. Wie stellst du dir deine Traumfrau vor? Wie soll sie sein? Wow, das ist eine schwierige Frage, ja. Ich habe nicht einen Prototyp, eine bestimmte Modell, aber kann ich sagen, eine kluge Frau. Ich mag gerne nicht eine böse Frau. Muss kluge oder intelligent sein. Ein guter Humor ist ganz wichtig, sicher. Und ein bisschen sportlich. Es muss nicht ein fanatisches sportlich sein, aber sie muss ein bisschen Sport machen, vielleicht einmal oder zweimal unter der Woche. Machst du selber dann auch Sport? Ja, zweimal unter der Woche. Ich spiele Fußball oder manchmal Volleyball, ja. Was machst du sonst so in deiner Freizeit? Also ich tanze gerne Latinos Musik, zum Beispiel Salsa oder Merengue. Und ich bringe gerne immer Spanisch bei, meine Muttersprache, ja. Okay. Und dann sollte deine Traumfrau auch gerne tanzen gehen? Es wäre perfekt. Wäre perfekt. Aber ich weiß, dass hier in Deutschland die Leute nicht sehr gut tanzen können. Also Latinos Musik, was ich tanze möge, ja. Aber es geht. Aber du kannst dir ja beibringen. Ja, freilich, natürlich. Ich bringe auch Tanze zu lernen, ja, bei, ja. Okay, Santiago, das war's schon wieder. War nicht so schlimm, oder? Noch einmal? War nicht so schlimm, nein, das Interview. Nein, gar nicht. Es war total ein spannendes Interview. Ja, hat mir gefallen. Super. So, das war jetzt der Santiago. Wenn ihr vom Santiago lateinamerikanische Tänze lernen wollt und ihn kennenlernen wollt, dann meldet euch bei ihm. Servus.